Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Planet Zoo. Und heute schauen wir uns mal gemeinsam drei neue Tierarten für das Spiel an. Und die erste befindet sich hier in diesem Gehege. Nämlich ist das eigentlich gar keine neue Tierart. Das ist nämlich der grüne Leguan. Den gab es schon vorher im Spiel, allerdings nur als Vivariumstier oder Vivarientier. Und jetzt hat man den wirklich als normales Tier, so wie der Komodo-Varan, dass man den in einem selbstgebauten Gehege platzieren kann, was ich sehr cool finde, weil die Vivarium-Tiere sind ja super langweilig. Auch wenn dieser hier sich gerade auch nicht wirklich bewegt. Werden wir aber gleich noch sehen. Also der kann auch ganz normal laufen und alles. Das Model und die Farbe und sowas ist genau gleich geblieben. Das heißt, er wurde lediglich aus dem Vivarium in ein normales Gehege verfrachtet. Und ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Ich weiß nicht, warum er sich hier gerade nicht bewegt. Du bist gerade kein gutes Model, mein Lieber. Oder ist der da stuck oder so? Ach, jetzt bewegt er sich. Kann sein, dass da gerade irgendwas verbuggt war. Oh. Wie immer in meinen Mod-Vorstellungsvideos erstmal kacken. Und jetzt kann er auch laufen. Das sieht doch sehr cool aus. Also richtig gute Animation. Ich finde auch die Idee super, dass der wirklich jetzt so platzierbar ist, weil das ist ja schon ein sehr großes... Was ist denn das eigentlich? Ein Reptil? Eine sehr große Echse? Ich weiß gar nicht, welche Unterklasse der ist. Das ist auf jeden Fall... Die werden ja riesig, die Leguane. Und deswegen sind die in so einem kleinen, ja, 2x2 Meter Vivarium irgendwie nicht so gut aufgehoben. Finde ich sehr, sehr cool, dass der jetzt als freilaufendes Tier in einem normalen Gehege rumläuft. Die Animationen sehen auch alle super aus. Gehen wir davon aus, dass das die von dem Komodo-Varan sind. Ich weiß gar nicht, ob der auch seine Zunge rausmacht. Da hinten ist auch noch einer. Der ist, glaube ich, auch irgendwie stuck. Hier. Ich weiß nicht, ob die irgendwie verbuggt sind. Oder warum die da rumstehen. Das kann ich euch nicht sagen. Aber sobald ich sie einmal befreit habe, scheinen sie sich ja wieder vernünftig zu bewegen. Hat der gerade so gefaucht? Ja, das sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Können wir mal kurz pausieren? Und dann kann ich mal ein Originalfoto einblenden. Kommt dann natürlich dann sehr, sehr nah dran, aber das ist ja auch das Originalmodel aus dem Spiel. Also ist halt quasi ein Originaltier, was halt nur ein bisschen abgeändert wurde, damit man es ein bisschen schöner im Zoo unterbringen kann. Ich finde das richtig cool, dass das gemacht wurde. Oder trinkt er sogar gerade? Das funktioniert ja auch. Schade, gerade vorbei. Okay, der grüne Leguan scheint Stroh zu essen, warum auch immer. Also das ist ehrlich gesagt ein bisschen seltsam und die Fressenanimation sieht auch irgendwie komisch aus. Also sieht jetzt nicht doof aus, aber ist halt auch nicht perfekt. Und ist auch doof, dass der halt Stroh frisst. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass hier schön Fleisch in das Gehege geliefert wird. Hätte ich definitiv cooler gefunden. Aber der andere ist gerade auch schon wieder stuck. Also der hat sich jetzt schon wieder lange nicht bewegt. Ich weiß nicht, ob die aus dieser Entspannungsanimation irgendwann rausgehen. Weil ich glaube, so Echsen bleiben sowieso häufig auch an der gleichen Stelle sitzen und chillen ein bisschen. Vielleicht wurde das auch extra eingebaut, dass sie dann da wirklich mal ein, zwei Minuten einfach abchillt und sich dann wieder bewegt normal. Na, ich lasse den jetzt einfach mal. Ich zeige euch mal noch die anderen Sachen. Cool ist nämlich auch, dass der hier übersetzt wurde. Also hier steht wirklich grüner Leguan und nicht der englische Name. Und auch der Text hier wurde übersetzt im Zoopedia. Richtig, richtig cool. Ich finde das immer toll, wenn Mods dann auch wirklich auf Deutsch übersetzt werden. Der Lebensraum ist dann so eher Südamerika, so wie es aussieht. War sogar noch so ein bisschen Mittelamerika. Und alles perfekt eingefügt. 1 bis 10. Gruppengröße partnerloser Männchen. 1 bis 4. Okay, das ist echt interessant. Ah, ich finde es richtig cool, dass sowas eingefügt wurde. Ich zeige euch den jetzt auch nochmal schnell im Tierhandel. Hier seht ihr den dann nochmal in groß. Auch mit coolen Bildern drin.
alles übersetzt. Das ist richtig, richtig nice. Das Einzige, was jetzt natürlich noch fehlt, ist, ob der hier auch so ein cooles Schild hat. Da bin ich echt gespannt. So eine Infotafel. Werden wir jetzt auch mal ganz schnell testen. Das haben ja die meisten Mods leider noch nicht. Nee, und auch der grüne Leguan leider nicht. Aber das ist ja alles halb so wild. Also man kann ja einfach dieses Bild nehmen und dann auf so einen Kostenmonitor einblenden. Das sollte ja kein Problem sein. Wir bewegen sich übrigens jetzt schon wieder die ganze Zeit nicht. Ich weiß halt nicht, was das ist. Ob das wirklich jetzt verbuggt ist, dass man die dann einmal befreien muss, damit die sich wieder bewegen. Oder ob es dann irgendwann wieder losgeht mit denen, dass die wieder laufen. Weil jetzt läuft er ja direkt los. Müsste man halt Langzeit so ein bisschen ausprobieren. Das ist aber auf jeden Fall der grüne Leguan. Finde ich richtig, richtig cool. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tier. Und das nächste Tier befindet sich hier in diesem Gehege. Man kann es schon ganz gut sehen. Ist allerdings sehr klein und sehr süß und plüschig. Nämlich ist das der Löffelhund. Mit riesigen Ohren. Ganz, ganz tolles Fell in einer ganz tollen Farbe. Oh, sehr niedlich. Richtig hübscher. Und auch sehr verspielt, wie man sieht. Der springt hier auch umher. Geht jetzt baden. Und der kühlt sich nur ein bisschen ab. Ist auf jeden Fall fix unterwegs, der Kleine. Jetzt trinkt er sogar. Ach, wie süß. Das ist ja hübsch. Guck mal, er wedelt sogar so süß mit dem Schweif. Oh, die Zunge ist leider ein bisschen... Oh Gott. Okay. Das ist eine sehr gruselige Zunge. Einmal schütteln. Perfekt. Und dann können wir mit diesem wunderschönen Bild mal kurz ein Vergleichsbild einblenden. Und das kommt natürlich wieder sehr nah dran. Die Fellfarbe ist perfekt. Die riesengroßen Ohren, richtig süß. Also ist echt nah am Original dran. Das mit der Zunge ist natürlich ein bisschen schade, aber ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ich finde es toll, dass er so süß wedelt mit dem Schweif. Das ist echt niedlich. Oh, die Augen. Richtig, richtig kurzig. Ich lasse übrigens nebenbei das Spiel auch die ganze Zeit dann weiterlaufen mit den Tieren. In der Hoffnung, dass sie dann auch noch Jungtiere kriegen. Und wenn ich da welche sehe, dann werde ich euch die zeigen. Also jetzt von dem Löffelhund oder von dem grünen Leguan. Falls da noch was passiert, zeige ich euch die auf jeden Fall. Aber der ist echt sehr, sehr hübsch. Ist übrigens auch ins Deutsch übersetzt, wie ihr sehen könnt. Löffelhund. Auch mit einem tollen Bild. Können wir auch gleich mal in den Zoopedia-Eintrag gehen. Auch hier alles super gemacht. Der Löffelhund ist eine Fuchsart, die in der afrikanischen Savanne vorkommt. Schaut mal, das ist auch hier alles übersetzt. Wie viel Arbeit in diesen Mods steckt. Aber das passt doch jetzt nicht. Moment. In der afrikanischen Savanne vorkommt. Und dann ist hier so Asien markiert und Indien so ein bisschen. Das widerspricht sich ja ein bisschen. Aber hier steht auch Afrika, Kontinente. Ich glaube, die Zeichnung ist einfach nur falsch hier mit den Farben. Hier steht es, glaube ich, richtig. 2 bis 25 soziale Bedürfnisse. Löffelhunde sind sehr soziale Tiere. Sie leben oft paarweise oder in Gruppen. Oh, ist das niedlich. Ich finde das toll, wenn das alles eingefügt ist. Wie süß der hier springt. Gehen wir mal kurz in den Tierhandel und schauen auch mal da nach dem Löffelhund. Das sollte ja kein Problem sein. Bei L finden wir den ganz normal. Übrigens, dieses neue Menü ist grauenhaft von Blende, so muss ich sagen. Das war vorher besser. Hier ist er dann mit eigenen Bildern und allem. Also da kann man den auch ganz vernünftig finden und ins Spiel einfügen. Ich würde jetzt gerne nochmal die Fressensanimation sehen. Mal sehen, ob wir das noch hinbekommen. Das wäre cool. Und in der Zeit, wo der Tierpfleger hoffentlich kommt, können wir mal ganz schnell ausprobieren, ob wir hier so ein Bild von dem haben. Nehmen wir doch mal hier einen Bildschirm. Und wählen mal da den Löffelhund aus. Ah, funktioniert leider auch nicht. Aber ich werde es immer wieder testen. Irgendwann werden wir bestimmt Erfolg haben. Und jetzt warten wir mal ganz kurz auf den Pfleger. Da kommt der Pfleger. Einmal futtern. Aber der hat da vorne auch schon was hingekippt. Jetzt futtern die alle da hinten. Na gut, dann schauen wir halt hier zu. Ja, nicht. Mal die ganze Gruppe am Futtern. Sind natürlich direkt auf der Schräge, dass es nicht ganz so schön aussieht. Aber die Fressensanimation ist voll okay, finde ich. Sind nicht ganz am Futter dran und sowas. Aber das passt schon. Macht auch süße Geräusche so beim Schlabbern.
Nur die Zunge ist verbuggt. Aber er freut sich, man sieht's. Okay, eine sehr, sehr niedliche Mod. Das ist der Löffelhund. Und jetzt kommen wir zur letzten Mod für heute. Und diese liegt hier schon gestrandet am Boden. Nämlich ein Wassertier. Oh, das sieht aber böse aus, wie der hier liegt. Ich glaube, der schläft aber nur. Ja, der atmet noch. Seht ihr das? Die gehen leider so ein bisschen noch an Land. Das gehört leider dazu, wenn die hier fressen und sowas. Aber die schwimmen da hinten auch. Das sind nämlich die Short-Finned Pilot Whales. Oder auf Deutsch Kurzflossen-Grindwal. Oder Grindwal. Aber da lebt er. Sag ja, der lebt. Bei mir kommen keine Tiere um. Dem geht's gut, der grinst sogar. Aber jetzt könnt ihr das Model schon mal ganz gut sehen am Land. Sieht nicht schlecht aus. Ist nach dem Killerwal der zweite Wal im Spiel. Zumindest den ich hier immer mal angucke. Ja, das Schwimmen ist leider nicht ganz perfekt, das kennen wir ja schon. Die Bewegungen sind halt etwas ruckartig. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr großer Fan von diesen Unterwasserlebewesen. Der hat halt sehr ähnliche Animationen wie der Orca. Aber das funktioniert gut. Also schlecht finde ich es nicht. Ich liebe das. Das könnte ich mir die ganze Zeit angucken. Aber wir vergleichen natürlich jetzt auch nochmal das Model mit dem Original. Machen wir mal kurz Stopp. Da kann man leider... Oh doch, es geht aber eigentlich. Ich blende mal ein Originalbild ein. Und dann sieht man schon, das Model kommt da auch wieder sehr, sehr nah dran. Also das ist wieder sehr, sehr gut gelungen. Ich hoffe nochmal, dass wir irgendwann wirklich solche Unterwassertiere kriegen werden für das Spiel. Aber ich glaube nicht. Aber solche Tiere sollte man halt nicht im Zoo halten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel keine Orcas oder so in das Spiel bekommen. Weil diese Tiere gehören halt in die Freiheit. Na, eigentlich gehört jedes Tier in die Freiheit, muss man sagen. Oh, das ist so schön, wenn man das hier unter Wasser die ganze Zeit beobachtet. Ich liebe das. Wie die hier tauchen und glücklich und zufrieden sind. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann auch nochmal so richtig große Walarten bekommen. Wird aber dann wahrscheinlich immer schwieriger mit den Animationen, weil wir halt nicht so ein großes Skelett haben bei irgendeinem Tier. Aber ich zeige euch jetzt auch nochmal kurz hier das Bild. Und hier steht dann auch der Name und wir gehen mal eben in den Zoopedia-Eintrag. Auch dort wurde ein schönes Bild hinzugefügt. Der schwimmt auch wieder in allen Ozeanen. Und auch Texte und alles wurden hinzugefügt. Leider nur auf Englisch, aber das ist ja halb so wild. Und ich glaube, viel mehr gibt es hier gar nicht zu zeigen. Keines der Tiere hat übrigens Junge bekommen bis jetzt. Also ich glaube, die haben alle keine Jungtiere. Das ist echt schade. Ist aber halt auch immer noch mehr Modding-Aufwand, muss man sagen. Ja, auch hier funktioniert leider das Schild nicht. Aber man muss es ja getestet haben. Aber Leute, das waren die drei Mods für heute. Ich finde wieder richtig, richtig coole Mods. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Bevor ich es vergesse, alle drei Mods sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Probiert sie selber aus. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.